Um die Kinderbetreuung der Stadtgemeinde Schladming längerfristig zu sichern, wird in der Sportplatzgasse eine neue Kinderkrippe errichtet. Diese soll im Herbst eröffnet werden und künftig bis zu 4 Kinderkrippengruppen beheimaten. Am Mittwoch, dem 17. Mai, erfolgte nun der feierliche Spatenstich. Wir haben eine große Notwendigkeit für den Ausbau der Kinderbetreuungseinrichtungen. Wir haben für den Herbst sehr viele Anmeldungen für diesen Herbst und darum haben wir im Vorjahr reagiert. Es ist uns gelungen, mit dem ATV Schladming einen Baurechtsvertrag abzuschließen. Der läuft auf 75 Jahre. Gesamtvolumen 1,6 Millionen Euro. Die Baufirmen sind fast alle Schladminger und die Firma Strabag. Das ist ein sehr ehrgeiziges Projekt. Wir sollten bis zum September fertig werden. Wir müssen bis September fertig werden, damit die Mütter auch eine entsprechende Betreuung ihrer kleinen Kinder haben. Für das Konzept der Kinderkrippe zeichnete das Schladminger Architekturbüro GMP verantwortlich, das neben zahlreichen anderen heimischen Unternehmen die neue Betreuungseinrichtung realisiert. Bei der Errichtung von der Kinderkrippe, glaube ich, ist ganz wichtig die Außenflächen. Also eine Kinderkrippe hat ja 14 Kleinkinder und man sollte ungefähr einen Garten pro Gruppe mit 300 Quadratmeter machen. Und also so haben wir jetzt das Hauptkonzept einmal hergestellt. Also wichtig war uns auch, das sieht man schon im Bauplatz, dass halt die Ausrichtung des Gebäudes Richtung Osten ist, also Richtung aufgehender Sonne. Und wir haben das gegliedert, die Krippe in zwei Gebäude mit zwei Giebeln. Und es gibt dann einen Ruhebereich bzw. einen Aufenthaltsbereich mit insgesamt 60 Quadratmeter und einen kleinen Ruhebereich mit 30 Quadratmeter und Nebenräumlichkeiten wie große Sanitärräume mit 15 Quadratmeter und Büro- und Therapieräume. Genau. Wir haben in der gesamten Anlage werden ungefähr jetzt 400 Quadratmeter verbaut, 18 Parkplätze und Außenflächen haben wir jetzt ungefähr 1000 Quadratmeter. Wir werden die Kinderkrippe an die Bioenergie Schladming anschließen, also Fernwärme. Und dann haben wir eine sehr große Photovoltaikanlage am Dach oben. Da haben wir 28,2 kW Peak. Also da sind wir sicher gut aufgestellt. Es kommen dann für die Autos Ladestationen, für Fahrräder. Also wir haben da sicher technisch stehen auf dem neuesten Stand, was möglich ist. Um ein solches Bauvorhaben rasch umzusetzen, bedarf es natürlich auch gemeindeintern dementsprechenden Rückhalt. Ich bin sehr froh, dass wir endlich das durchgebracht haben. Es ist in Rekordzeit ist es fast über die Bühne gegangen, dass wir die Kinderkrippe auf Schiene bringen. Der Bedarf ist ja da, also mehr als da. Also die Kindergärten und die Kinderkrippen platzen aus allen Nähten. Es ist endlich so weit in der Politik fortgeschritten, dass jeder das für sich verinnerlicht hat und endlich zugestimmt hat. Und dadurch sind wir heute da und machen wir endlich den schönen Spatenstich für unsere schöne Kinderkrippe. Natürlich ist das ein sehr positives Erlebnis und Ereignis, der Spatenstich bei der Kinderkrippe. Was für mich besonders erfreulich ist, es ist ja leider nicht immer so, dass es fraktionsübergreifend so einstimmige Beschlüsse gibt wie da. Und das ist noch mehr erfreulich, dass es jetzt politisch übergreifend über die einzelnen Parteien und Fraktionen da eindeutig ein Bekenntnis gibt, eben für unsere Zukunft, für unsere kleinsten Kinder, sage ich einmal so, hier ein Heim zu schaffen und das zu machen. Die Bauarbeiten sind also im Gange. Mögen sie reibungslos und unfallfrei verlaufen, auf dass man die Kleinsten im Herbst bereits in der neuen Kinderkrippe willkommen heißen darf.